Nichts. Ihr habt die Sache ja schon unterschrieben. Nein. Ich habe jetzt nicht diese Expertise unterschrieben, aber sie ist Ja, noch und nicht eingesetzt. erwartet ihr etwa, dass wir jetzt zur Königin gehen und sagen, ja, tut mir leid, wir wissen, Leomar vom Scheißberg ist zwar dafür, aber wir möchten euch doch wirklich bitten, andersherum zu betrachten. Ja, ich weiß, unser eigener Magier, der dabei war, ist auch dafür, aber bitte, bitte überlegt es euch nochmal. Ihr könnt doch euren eigenen Ratschlag geben, der Das habe Königin. ich bereits. Und hätten wir alle die Front gehalten, wir waren schließlich die Einzigen, die da waren, hätte das vielleicht auch irgendwie Gewicht gehabt. Aber jetzt kommt ihr und schießt quer. Und ich sollte nur eine Expertise ausfüllen. Das habe ich getan. Ich halte sie für eine fähige Heerführerin, wie gesagt. Aber für eine moralisch zweifelhafte Person. Das Das steht in diesem steht. Schreiben. Nicht Und mehr, nicht weniger. alles, was vom Berg sieht, ist fähige Heerführerin und damit wird er zur Königin gehen. Der andere Tür Ja, wird bitte. ganz zufällig vermutlich hinten runterfallen. Ich bete dafür zu fix, dass das alles hier gut ausgeht. Meint ihr nicht auch, dass die Kaiserin bzw. die Reichsbehüterin auch noch ein Wort dazu zu sagen hat? Verzeiht mir, meine Herren, meine Dame, habt ihr bereits gewählt, einen weiteren Partner oder soll ich euch jemanden stellen lassen? Soll ich euch sagen, dass, nun ja, es gibt noch einige Leute, die noch nicht gefordert haben. Habt ihr bereits gewählt? Nein. Noch nicht. Und wen Wir willst du würden denn um jemanden Hausmagister haben? fehlen, wenn ich mich erinnere. Ihr wollt mich herausfordern. Nun, ich meine, so wie ihr mit Abel mir den Boden gewischt habt, vielleicht wollt ihr einen Gegner, der wirklich in der Lage zu etwas ist. Gerne. Ja, das wird ein guter Kampf. Das ist eine Freue mich. Herausforderung und sie wurde angenommen. Das kann ich so verbuchen. Ausgezeichnet, danke, das macht mir das Leben einfacher. Raffin, einen Silber auf den Ritter. Von meiner Seite aus. Auf den Ritter? Ja gut, ich wette dagegen. Gute Herr Entscheidung. Jamorenes, soll ich für Sie einen raussuchen oder? Gewiss, gewiss. Wie sieht das mit euch aus, Herr Carino? Wer ist noch offen? Nun, ich habe hier den Ritterkönig, er wartet noch. Alternativ eine Frau von Fallenwert. Sie ist wohl laut meinen Aufzeichnungen eine Stadtgardistin aus Angbar oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein Torwaler, der hier als Treuwolf gelistet ist, und Gräfin Kallahan. Keiner dieser Namen sagt mir sonderlich etwas. Aber mir, wie wäre es? Ein kleines Tänzchen? Ihr wollt mit mir streiten? Ich glaube, ich spiele nicht in eurer Liga, aber gerne. Das ist eine Herausforderung und sie wurde angenommen. Das wird so notiert, ich danke. Dann werde ich den anderen mal aufsuchen. Ich versuche euch nicht allzu sehr zu blamieren. Das ist schön zu hören. Aber ich glaube nicht, dass ich gegen euch einen Stich bekomme. Hochsterblich. Nun, wer weiß. Vielleicht habt ihr Glück. Könnt auch noch gerne weiter diskutieren. Es ging erstmal nur darum, wer jetzt gegen wen antritt, dass er jetzt die Liste voll machen kann. Also, wenn ihr eure Punkte beendet habt, könnt ihr natürlich auch kämpfen. Ansonsten könnt ihr auch noch weiter diskutieren, wie es um das Reich beschehen ist. Also ich weiß jetzt nicht an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, was ich tun soll. Man schaut mal zu Ritter an. Gibt es irgendwas, was ich speziell tun kann, versuchen kann herauszufinden, was auch immer was hilft? Denke nicht mehr. Das Kind wird, wenn das unterschrieben hat, schon in den Brunnen gefallen sein. Ich meine, wenn du unbedingt willst, kannst du ja mal schauen, mit wem der gute Marschall noch so spricht. Vielleicht können wir da irgendwo ansetzen, aber ansonsten. Ich glaube, ich kann mich hier auf diesem Parkett bei den hohen Leuten schlechter bewegen als in der Stadt bei den nicht so hohen Leuten. Ich glaube, dass das auch eher. Naja, das muss irgendwer anders übernehmen. Ich falle hier mit meiner Ehrenlederrüstung auf, wenn ich mich auch nur in der Nähe von dem Marschall aufhalte. Alle laufen hier Ritter, hohe Bürger und so. Ich falle hier auf wie ein bunter Hund, das kann ich nicht machen. Nicht hier in der Vermutlich Gegend. nicht. Nun, ich fürchte, dann gibt es nicht mehr viel, was wir tun können. Gerade im Moment zumindest nicht. Wir könnten natürlich versuchen, noch einmal auf die Entscheidung einzuwirken, entweder durch Paligan selbst oder möglicherweise auf der Gala.
könnte man Palligan jetzt ins Boot ziehen, ihn ins Vertrauen ziehen und hoffen, dass er sozusagen, er ist ja sehr diplomatisch, dass er sozusagen ein Auge auf die Sache hält, was Leomar da jetzt gerade ausbrodelt. Denn bisher ist ja noch nichts Konkretes gefallen, was irgendwie problematisch ist, aber werden könnte. Und deswegen, vielleicht sollte das der gute Mann mal, der auch deswegen seinen eigenen Kontakt hat, im Auge behalten. Vielleicht sieht er ja Dinge im Vorfeld oder kann da schnell genug gegenwirken, wenn dann Gespräche da kommen. Nun, ich meine, warum eigentlich nicht? Palligan wird am ehesten noch Möglichkeiten haben, dagegen zu steuern. Und alles mitzubekommen, was besprochen wird. Naja, und zumindest auch, wenn die Königin oder jetzt wie auch immer da irgendwelche Ratschläge vom Reichserzmarschall hört, als in seiner Position bestimmt zu sagen, hey, da höre ich mal mit einem Ohr mit. Sind wir denn so sehr gegen diese Entscheidung? Das ist eine zutiefst unmoralische Frau. Die hat nichts an der Spitze eines Heeres zu tun, zumindest nicht eines Göttergefälligen. Mag sicherlich Möglichkeiten für sie geben, eines Tages wieder ihre Reichstreue zu beweisen, aber jetzt ist nicht der Moment. Genau, ihr soll natürlich die Möglichkeit zur Buße gegeben werden, allerdings hatte sie dafür ein Jahr Zeit und was sehen wir? Nicht. Man muss jetzt so gut halten, in dem einen Jahr saß sie auch vermutlich in irgendeinem dunklen Raum und wurde jeden Tag zweimal von Palligan befragt. Neben euch könnt ihr gerade erkennen, wie wohl die ersten Kämpfer bereits angefangen haben und ein Nostrianer kämpft gerade gegen einen Andergastas. Unglaublich unehrenvoll, wie sie sich da gerade haben ihre Waffen bereits fallen gelassen, beide eigentlich mit Schwert und Schild angetreten und jetzt keilen und schlagen sie sich genauso wie eben Abelmir. Es sieht so unglaublich unwürdig aus, wie sie sich da auf dem Boden wühlen, hat dann noch ein bisschen geregnet und es ist schlammig, matschig und es ist so unglaublich unwürdig. Ihr habt recht, Rafim. Ein wenig erinnert es mich an zu Hause. Ist doch schön hier so langsam, es wird mal wieder spannend. Wartet, ich guck mir das an. Ja, hau ihn in die Schnauze, sehr gut. Vorne, nach vorne, guter Schlag. Eichelfresser. Ja, schön hier. Und dann schaut sich das Schlamm an. Ihr solltet das mal anschauen, wenn zwei Gladiatorinnen im Schlamm kämpfen. Ein wundervolles Schauspiel. Ah ja. Ihr Landfahner. Was? Ich weiß, mich hat's amüsiert. Und dann wollen wir wohl alle mal. Und während ihr heute zum dritten und letzten Mal in den Ring steigt, denn die nächsten Kämpfe werden dann die nächsten Tage ausgeführt, könnt ihr auch nach oben sehen und eine schwarze Wolke hat sich über euch gelegt. Es fängt wieder einmal an zu regnen. Geras ist bereits weiter, genauso wie Isarun weiter ist. Wir würfeln Initiative und schauen uns diesen Kampf an. Wir gehen wieder von links nach rechts, von der linken Box in die rechte Box. Ach, sogar gut gewürfelt. Ein paar gute Initiativen. Kiaras geht auf die 27. Jalan ohne Rüstung in die 18. Ja, aber was ist das? Eine Rüstung? Nein, ich bin wieder angezogen. Komplett? Natürlich, Isarun ist ja kompetent. Nur Minderwertige kriegen den Bonus von, ich ziehe keine Rüstung an. Soll ja ritterlich bleiben. Sehr ritterlich. Armer Minnetypi, ey. Ich krieg doch die Krise. 17. Ich mag den Minnetypi. Wir gehen auf die linke Box. Abelmir gegen Geras. Abelmir muss beginnen. Ich würde wieder mit der 5er Finte anfangen. Nimm dies. Ich krieg eine 4er Sternis. Ich bin ja eine Inni-Stufe höher als du. Und damit bist du gebunden. Du bekommst... Was bekommst du dazu? Passieren. Eine Inni-Stufe mehr, was? Ja, also ich bin jetzt auf 27, das heißt, meine Parade ist um 2 erleichtert, sein, dass um 1 erleichtert. Also im Prinzip habe ich 1 mehr als er. 21 ist 1 Punkt Erleichterung, 31 2. Genau, ab der 31. Ah.
Also ja, es ist hier schon blau, aber ab der 1.30 kommt dann die nächste freie Aktion und die nächste Erleichterung. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Ja, ich bin aber trotzdem über 21, also habe ich trotzdem einen Herz. Ja, gut. Durch seinen Binnen bekomme ich einen Erschwernis, oder? Ja, du kriegst eine 4er Erschwernis auf deine Parade. Das sieht gut aus. Nicht schlecht. Nächste Attacke. Ja, wir springen in die nächste Box. Yalan gegen Isarun. Isarun muss. Ich hab noch getroffen. Er hat. Ach nee, Moment. Nee, nee. Quatsch. Ich durfte nicht umwandeln. Sorry. Ich wollte gerade sagen. Okay. Gut, Isarun, komm ran. Ich würde mich gern erstmal orientieren. Ja, dann möchte ich gern umwandeln. Und dann sehen wir jetzt, was wir die Sache hier beendet kriegen. So. Erster Angriff, legen wir mal eine Zweierbucht rein, würde ich sagen. Wäre sogar gelungen. Jo. Du hast eine Parade. Genau. Gut, jetzt, Du hast Aufmerksamkeit, ne? Vermute ich. Ja, ja, ich habe Aufmerksamkeit. Bist du nicht schon in niedrige LE reingerutscht? Wie ist das mit deiner Lebenspunkte? Wie ist das mit deiner Schwerung? Stimmt, warte, ich bin unter der Hälfte. Was kriegt man da? Zwei? Unter der Hälfte ein, unter einem Drittel zwei. In dem Fall bin ich auf 0 oder auf 1 gewesen. Wie sieht das aus mit der Erschwernis aus deiner Moral, aus deinem Moralkodex, dadurch, dass du Ich hab dir vorhin 12 gegeben, das heißt, ich habe jetzt noch 6 Erschwernis. Gut, 6 Erschwernis und... Und die Zweierwucht, wie du siehst. Ja, und Lebenspunkte? Wenn man da jetzt die 1 anrechnet, habe ich es noch gerade so geschafft. Die habe ich tatsächlich vergessen, erinnert mich da gerne nochmal dran, ich werde es vermutlich gleich nochmal verpeilen. Dann sieht der Kampf, also Isarun, gegen Isarun. Dann sieht der Kampf genau. Nämlich gegen Isarun ganz anders aus. Ich mache eine lockere einer Meisterparade mal rein. Ja. Ist geschafft. Genau, und dann, ich bin noch mit Orientieren beschäftigt. Hast du Aufmerksamkeit? Yep. Okay, dann ist alles okay und ich greife ganz normal an. Wie ist deine Basisinitiative? Das ist jetzt kein Crit, was gut für dich ist. Ja, mach Schaden. Sie kann aber natürlich ausweichen, wenn sie möchte. Sie weicht, wichtig, sie weicht erst aus, wenn sie dann ausweichen wollen würde. Und danach darf sie sich orientieren. Da es eine freie Aktion ist, ja, hast du recht. Also, wenn du möchtest, das wäre natürlich ultra super gut. Das Problem ist, um dich aus dem Ding rauszubringen, muss ich nicht orientieren, sondern eine Aktion Position machen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja gut, aber da das eine freie Aktion ist... Ach nee, ist ja Position gar nicht. Quark. Ja, du kannst also erst ausweichen ist. Die, wenn du jetzt keine 11 Schaden kassieren möchtest, erst frei ausweichen und dann orientieren oder dann Aktion Position. Oder du nimmst es. Vor allen Dingen, deine Werte sind halbiert. Eine 1 nicht bestätigt, also halbiert die Paradefähigkeit, was auch das Ausweichen mehr anbezieht. Ja, das ist natürlich das doof. Ich meine, 11 Punkte locken dich nicht aus, oder? Die jetzt, ich habe Rüstungsschutz. Was war das nochmal fürs Ausnacken? Doppelte Dings da? Es wird erst halbiert und dann werden noch 2 Punkte Erschwernis gegeben, wenn du auf das andere Ende kämpft. Es könnte, je nachdem wie deine Konsti aussieht, könnte das aber eine Wunde werden. Du bist Eisern, oder? Sie ist Kampfmagierin. Ich bin Eisern, genau. Aber ich habe auch nur Konsti 12. Und eine Rüstung. Ja, aber das reicht. Das wird reichen. Dann nimm den Schaden. Ist ja auch nur Ausdauerschaden. Und dann ist deine Basisinitiative wie hoch? Ich schau mal, oder? Also mit dem ganzen Gekröse 16. 16 plus 6 sind 22. Dann kannst du dir die Ausdauerpunkte streichen und den halben Schaden... Warte mal kurz. Warum steht da eine plus 11? Wieso plus 11? Da steht eine 8. Nee, bei meinem Angriffswurf. Das weiß ich nicht. Das ist nämlich keine plus 11, das ist eine plus 7. Ich hatte ja keine Ansage gemacht. Niedrige LE. Ja, dass die 7 ist, in der LE ist in der 7 schon drin. Und 16 plus 7 ist... Behinderung? Deine Umwandeln. 4 Punkte aus Umwandeln. Ah, ja. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich hätte dich gerade weggekrittet. Gut, weiter. Ja, wie gesagt, Rüstungsschutz abziehen, Ausdauerpunkte streichen, halbe Schadenspunkte.
Habe mir. Genau. Ja, ich würde mir eine plus 5 Finte machen, probieren. Ich finde das schön, wie ihr euch ja gerade gegenseitig aus dem Turnier rauskegelt. Tun wir ja gar nicht. Sie ist ja, nicht der andere Kasten drüben schon. Ja, okay, aber das haben die sich ausgesucht. Ein klassischer Patzer, aber abgefangen. Kein Patzer, ist nur nicht getroffen. Ja, gewinnen. Genau. Kiaras. Ja, zwei Attacken. Zwei Attacken, einmal umwandeln. Eins. Wofür gleich die zweite. Aber mir darf verteidigen. Muss nur eine Parade schmeißen. Ein Gurkenkampf. Da ist noch eine Erschwernis von 5 drin. Ist trotzdem geschafft. Genau, Abelmir hat es genau geschafft. Gut. Einhauen und stechen, wieder rüber zu Jalan und Isarun. Jetzt muss ich wohl. Du musst. Mhm. Mach mal einen Angriff, mach mal eine Zweierfinte rein. Durch. Okay. Da hätte ich auch einen Hammerschlag machen können. Das Entwaffnen führt, wie gesagt, auch dazu, dass der Kampf abgebrochen wird. Ich glaube nicht. Schicksalsbot. Nur normal. Ah, hat sie noch einen? Ja, ja. Ich sie hat sagen, einen, ja. Für meinen 20er mache ich jetzt mal einen. Ist der angekommen? Nein. Nee. Nochmal? Der ist angekommen. Jetzt. Ist kein Patzer. Na gut. Leider nicht pariert. Kein Patzer, aber auch nicht pariert. Gar kein Problem. Sind nur 12 Punkte in Schwertarm. Rüstung abziehen. Moment, ich trage Karten ein. Wenn du jetzt gut wärst, würdest du gegenhalten. Yeah, ich tue nach der Runde. Achso, warte, sie greift vermutlich erst an. Ja, genau, sie hat ja die höhere Initiative. Genau, genau, ich habe, das war nicht meine eigene Erschwernis, also brauche ich mir keine geben. Ich tue ich aber trotzdem mit einer Finte 4. Mhm. Gar nicht mal so gut. Gerade gar nicht mal geschafft. Pariert. Ach, Schaden. Nicht pariert. Ja. Da passiert, glaube ich, gar nichts. Nächste Runde. Abelmir gegen Kiaras. Ich werde übermütig. Eine plus 7er Finte. Mhm. Oh. Aluhut, Übermut und selten gut. Wieso triffst du nicht? Du musst treffen. Damit er dich endlich binden kann. Ja. Kiaras. Das ist gar nichts. Willst du umwandeln? Natürlich. Umgewandelt, eins bestätigt. Ey, ein Gurkentalent. Musik nach halbe Parade. Halbe Parade, doppelter Schaden. Oh. Das ist kein Patzer. Dann geht's ganz normal mit dem doppelten Schaden weiter. 22, das ist über der Konstitution von Abelmir. Abelmir ist raus. Beschreibung. Willst du beschreiben? Möchtest du, soll ich? Du. Gut. Ja, ich tänze hin und her, sehe Abelmirs Attacken links und rechts an mir vorbeiziehen, mache einige probende Stiche in seine Richtung. Nichts ernst gemeintes jetzt. Aber dann sehe ich eine Öffnung, die ich einfach nicht widerstehen kann, trete vor. Schauen. Sehe, wie sein Bein frei steht und einmal gezielt dreht direkt in seinen Bereich, ohne dass er sich wehren kann und gebe ihm dann einen starken Hieb von der Seite, treffe ihn direkt ins linke Bein, auf das es wegknickt und er in die Knie geht. Ein guter Treffer. Das habe ich gar nicht gesehen. Ihr wart schnell für mich. Aber ein guter Kampf. Zeit. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich reichte die Hand entgegen, um dich aufzuziehen. Ja, ich lass mich auch hochziehen und klopf dir auf die Schulter. Guter Kampf nochmal. Lass es euch eine Lektion sein. Ich glaube, ich muss mal hier Stunden bei euch nehmen, um auf eure Schnelligkeit zu kommen.
Zu gerne. Anderer Kasten. Jalan gegen Isarun. Jalan muss angreifen. Drei Aktionen. Wollt ihr vielleicht lieber aufgeben? Fünf Worte, ja. Zwei Freiaktionen. Noch nicht. Gut. Und dann, ich bin zuerst dran. Möchte ich gerne umwandeln. Und ich nehme für die erste Attacke eine Zweierfinte. Wenn du umwandeln willst, Isarun, kurz zur Frage, willst du vorziehen? Aber hallo, ja. Wollte gerade sagen, das bietet sich dann ja an. Finte? Du musst nicht finden, wenn er umwandelt. Du musst mehr Konsti-Schaden machen an ihm. Zehner Wortschlag. Mach vielleicht über 9, dann bricht die Waffe nicht. Ah. Ja! 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 Na bitte. Geht doch. Wie gesagt, ein Silber! Ich sehe ihn wieder am Horizont. Jalan öffnet seine Deckung. Jalan doppelte von 9, 18. Trefferzone. Das gibt's doch nicht, Raffi. Was macht er denn da? In den Kopf. Jalan ist raus aus dem Turnier. Das ist leider nur der Schwertarm. Da kriege ich dann, also 18 minus 12. Siehst du, 12 zum Server. 6 Punkte, okay. Also 4, also 3 Punkte erlebt ihr schon. Aber mir wäre der Arm abgefallen und er sagt, na gut, krieg ich 6. Es ist keine Wunde. Ich möchte Protokoll geben, es ist keine Wunde. Gerade so. 18 Trefferpunkte? Ja. Jo, ist deine Rüstung? 12. 12. Gut, tut mir dann leid, kommt jetzt der erste Schlag von Jalan. Der erste. Aber Heavy, hast du deinen Wuchtschlag denn überhaupt eingerechnet? Der Wuchtschlag? Ach stimmt, da kommen nochmal 9 drauf. 5 plus 4 plus ja, dein 9er Wuchtschlag sind 18, 27 Damage, die du machst. Nee, der Wuchtschlag wird nicht verdoppelt. 18 ja, wenn du, plus... Ja, der Wuchtschlag ist nicht verdoppelt. 18 macht plus so, 9. 9 macht sie durch ihren Wuchtschlag, sind 27, meine Freunde. Ja, mein Silber, ich sehe ihn. So, dann erzähl mir mal, wie hoch ist deine Rüstung? Warte kurz, 27 minus 12 sind wir bei 15 SWA. Ja, wie hoch ist deine Konsti? 13. 13. Raus. Ja! Ein Silber bei mir. Damit hat sich Jalan in der Vorrunde wieder. Na gut, ein Silber habe ich noch immer Gewinn gemacht, würde ich sagen. Ja, Jalan hat sich in der Vorrunde disqualifiziert. Hochspringt. Warum habe ich mich disqualifiziert? Wie hat mich rausgehauen? Warum sagst du, er hat sich disqualifiziert? Weil du zwei Kämpfe verloren hast. Isaro, beschreib mal die Situation. Ja, nachdem es zunächst überhaupt nicht so gut aussah für mich, schafft es dann Isarun, nachdem sie gemerkt hat, so, sie kommt da überhaupt nicht durch. Jetzt geht auch ihr Jäzmann so ein bisschen mit ihr durch und denkt sich dann so, jetzt muss ich aber mal dem eine richtig reinhauen. Und holt dann aus und mit einem Rückhandschlag trifft sie dann den Jalan ziemlich heftig an der Schulter. Und er sinkt zu Boden. Du merkst, als er zum Boden sinkt, Rafim stürmt auf den Platz. Ja! Mein Silber! Sehr gut gemacht! Ja! Und hält dann immer die Hand hin. Mein Silber. Ich trete auch selbst gerade aus der Arena, sehe das so, ich gucke da gerade die Hand. Ja, war ein guter Kampf, war ein guter Kampf. Einer der Turniermarschalle tritt dann auch heran. Verwarnung für Rafim! Ja, scheißegal! Mein Silber! Ja, musst du dir aber von Ömer abholen, nicht von Isarun. Können wir das später machen? Ich bin ja knapp bei Kasse. Ich hab dir gerade noch 2 gegeben, lüg mich nicht an. Das würde ich ja nie. Ich hatte mir nur, als ich austreten war, noch was Leckeres zu essen geholt und jetzt bin ich gerade knapp bei Kasse. Verdammt. Ich würfe da nicht gegen, das gewinne ich nicht. Er war nicht austreten, er war die ganze Zeit da. Ja, aber der belügt mich so krass, das merke ich nicht. Also das war gelogen, da muss er auch nicht würfeln, das ist einfach gelogen. Er war nicht austreten. Ja, aber er kann sich, ach, mir scheißegal. Ja, gut, gibst du es mir später. Die Andergaster der Nostrianer sind übrigens beide disqualifiziert worden, unehrenhafter Kampf und die haben sich da dann gegenseitig mit ihren Panzerfäusten, mit ihren Handschuhen haben sich da so sehr auf die Schnauze gehauen, dann wurde der Turniermarschall hat dann irgendwann gesagt, nein, ihr müsst jetzt aufhören, ihr sollt hier relativ kämpfen, das haben sie beide nicht getan, wurden beide disqualifiziert. Können wieder dahin gehen, wo sie herkommen. Ja, wie kaputt sieht Jalan eigentlich aus? Die Kämpfe sind beendet und ihr könnt dementsprechend euch zurückziehen zur Witwe Putz und dann planen die nächsten Kämpfe. Leichte Waffen gehen dann am nächsten Tage weiter. Am Tag immer hast du die verfluchten Dinger besorgt. Nee, noch nicht. Muss ich jetzt. Ja, lauf! Ja, bin ich auf mich.
Und dann versuche ich jetzt Wirselkraut, entweder Tränke oder Paste zu besorgen. Tränke, was auch immer es gibt. Tränke. Ja, sagen wir mal, versuchen wir einfach Tränke zu kaufen. Wirselkraut-Tränke. Ja, kriegst du. Dauert eine halbe Stunde, bekommst du. Listenpreis erhöht um irgendwas, sag mir. Listenpreis plus 20%. Gut. Ja, dann jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Also so heftig war das nicht beabsichtigt. Ach, Blödsinn. Ja, aber ihr wart ja schon verletzt von gestern noch. Also, na. Und ich bin das trotzdem war vielleicht angetreten. Nicht in Ordnung von mir. Ich meine, stellt euch mal ab, mir vor, der meinte, ich sollte gar nicht antreten. ich bedauere es ein wenig, dass ich jetzt nicht die Gelegenheit habe, mir diesen weißen Ritter mal vorzunehmen. Könnt ihr das wohl morgen übernehmen? Ich werde mein Bestes geben. Umso besser. Schaut mal, was der so kann. Sind wir auch jetzt heute fertig mit dem Turnier oder müsst ihr nochmal antreten? Für heute nicht. Und ich denke, ich kann mir morgen auch erstmal ein wenig wovon in Ruhe zukommen lassen. Ja, während ihr dann vom Turnierplatz so langsam runtergeht, Jarlan Stützen, der ist kreidebleich, ziemlich weiß im Gesicht, hat viel Blut verloren über die Tage, vor allem auch heute. Könnt ihr noch sehen, dass der Weiße Ritter gerade wohl auch zwei Kämpfe gewonnen hat. Das erste könntet ihr nochmal erfragen. Hat er gegen Dom Eslam gekämpft und hat gegen Dom Eslam gewonnen und dieses Mal gegen Rondrigan Padigan. Und auch der scheint zu verlieren. Dürft gerne mal Sinnenschärfe würfeln. Das Schwert um 5. So ist immer das Schwert zurück? Ja, kannst du auch erkennen, dann, wie gesagt, Jarlan bewegt sich da lange nicht. Und wenn Ömer wieder eintritt, kann er dann auch erkennen, wenn er da die Würselkrauttränke anbringt. Hier, Jarlan, 3 Würseltränke, hier haben wir eure restlichen 2 Gold und hier das eine Silber für dich, Raffi. Wunderbar. Vielen Dank. Ich entkork das Ding sofort, schluck den runter, muss dann mich halten, den nicht wieder auszuspucken. Oh, denn die Bitter! Ömer, was ist da drin? Na, Wirselkraut haben sie mir versichert. Die anderen schmecken aber... Ach, hast du keine aus Einbeeren gekriegt? Nee, Einbeeren habe ich nicht geholt. Ich habe Wirseltränke geholt. Die anderen vorne waren immer leckere. Ja, Einbeeren sind irgendwie süß, aber das wollte ich nicht. Ich wollte euch was holen, was hart ist, genauso wie ihr hart seid. Oh, ihr Götter, haben die da puren Zitronensaft reingegossen? Brabt euch nicht so. Kapitän, für diesen Verlust, nun, da habt ihr es euch leider verdient. Vermutlich. Nächstes Mal Einbeeren, ja. Ich bin beeindruckt. Ein solcher Schlag. Er war schon... Ich wundere mich, dass es keinen Splitter aus eurer Klinge gebrochen hat. Ich meine, gewisse Marschälle hätten da ja vermutlich weniger Glück dran gehabt. Da habt ihr wohl recht, ja. Naja, ich muss schon sagen, also Rondra muss heute mit mir gewesen sein. Ah, das ist die Strafe für gestern. Vielleicht war auch einfach Fex mit mir und er wollte, dass ich meinen Silber gewinne. Ja, möglich. Oder so. Nun ist aber erstmal morgen ein Tag zur Regeneration. Was stiert ihr denn alle dort hinüber? Gegen wen kämpft Paligan da eigentlich? Der Weiße Ritter. Ein sehr schweigsamer Geselle. Das ist beeindruckend, dass er sich absichtlich noch schlechter anstellen kann. Ja, ich glaube auch, dass er absichtlich verliert. Wer verliert denn absichtlich? Ja, guck doch mal die Fußstellung, Mann. So dicht die Füße zusammen und jetzt... Ah, ja, war gar nicht vorauszusehen. Also, das kann doch kein... Das ist doch absichtlich. Oder? Ja, kann das ist absichtlich. Ich habe gegen ihn gekämpft. Ja, natürlich. Ich habe 3 Kämpfe gewonnen. Ihr wollt euch nicht zufällig diesen weißen Ritter morgen mal nach allen Regeln der Kunst vorknöpfen. Nun, gerne doch. Wartet, ich fordere direkt. Und ich meine, seht euch diesen... Ich will ja nicht schlecht über Polling ansprechen, aber das ist eine Zerschaustellung, die selbst seiner Fechtkunst unwürdig ist. Er ist ein Meister des Wortes. Ich würde gerne hingehen und jetzt schon den Weißen Ritter fordern. Ja, aber habt ihr ihn gerade mit Polling gesehen? Ein bisschen schneller als das ist er ja doch auf den Bäumen.